Aufgabe 3. Wir sind immer noch bei der robusten Alternative zum arithmetischen Mittel. Wir haben jetzt gerade gesehen, wenn wir die Beträge der Abstände einer Stelle x zu den Messwerten xi aufsummieren, bekommen wir so eine Art Polygonzug. Und wir haben auch gesehen, dass der Polygonzug in unserem Beispiel an einer Stelle ein Minimum hatte. Jetzt sind hier zu einer ganzen Reihe von Messwerten die Graphen dieser Abstandsfunktion d von x dargestellt. Also hier ist immer, was wir hier sehen, ist immer diese Abstandsfunktion d zu den Messwerten, die Sie unten als rote Punkte haben. Und jetzt sieht man, alle diese Graphen haben irgendwo ein Minimum. Es hängt ein bisschen davon ab, wie viele Messwerte vorliegen. Es gibt auch Fälle, wo man so einen Bereich hat für ein Minimum. Hier zum Beispiel. Also, da auch. Die Aufgabe ist es jetzt, eine Regel vorzugeben, wenn Sie eine Anzahl von Messwerten haben, wo liegt dieser Punkt mit dem kleinsten Messwert, wobei wir hier annehmen wollen, wenn der dazwischen liegt, dann nehmen wir einfach die Mitte. Also, wo liegt dieser blaue Punkt? Wenn Sie Messwerte x1 bis xn gegeben haben, wie kann man da eine Vorschrift sich überlegen, dass man auf die Position kommt? Kleiner Tipp, es lohnt sich, diese roten Punkte durchzunummerieren, und zwar von links nach rechts. Also 1, 2, 3. Denken Sie da mal drüber nach, das wird eine relativ einfache Vorschrift werden.